Yo, peace Leute, was geht hier wieder auf meinem Kanal Steve's Game Kitchen? Ja, wir gehen heute Döner essen und zwar in diesem Laden. Shepep. Und ja, ich kaufe mir einen Döner und dann gehen wir wieder raus und dann essen wir ihn irgendwo. Und ich werde ziemlich sicher sein, dass dieser Döner schmecken wird. Und ja, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Yo. So, jetzt wird der Döner probiert. Okay, wir probieren jetzt hier den Chicken Gemüse Kebab und der wird sehr lecker sein. Da ist Grillgemüse drauf, Tomaten, Schafskäse und ihr habt es gesehen, da wurde eine Zitrone drauf gepresst und das wird jetzt ziemlich lecker sein. So, wir probieren den Gemüse Chicken Kebab Döner. Leute, dieser Döner ist richtig geil. Fleisch schön zart. Käse lecker. Die Säure spürt man. Die Zitronensäure, der schmeckt sehr geil. Und das Gemüse ist schön knackig. Und jetzt werde ich weiter essen, weil der Döner ist sehr, sehr geil. Yo. Chicken Gemüse Döner weiter essen. Mit Schafskäse, Grillgemüse und mit der gepressten Zitrone oben drauf. Das schmeckt so geil. Kommt hierher zum Essen. Shepep. Gemüsekebab, Friedrich-Eber-Platz und ja, ihr werdet nichts falsch machen, der Döner schmeckt sehr gut. Sehr guter Dönerladen. Shepep, Gemüsekebab, kommt hierher. Und ja, genau, ich hatte hier noch eine Joghurt-Hummus-Soße und die war auch sehr geil. Also da kombiniert alles sehr, sehr gut und es lohnt sich hierher zu kommen. Friedrich-Eber-Platz, Shepep, Gemüsekebab und da macht ihr nichts falsch. Bin von Ansbach nach Nürnberg extra hierher gekommen, um den Döner zu probieren. Haha. Dieser Döner bekommt eine 9,5, weil es sehr gut ist und ja, preislich ist es auch ganz okay. Also ihr habt es gesehen auf der Speisekarte, es schmeckt einfach sehr gut.
Entschuldigung, der schmeckt einfach so geil. So, fast aufgegessen. Noch ein kleines bisschen. So, ich habe den Döner jetzt komplett gegessen. Und ja, draußen werde ich euch noch weiteres erzählen. Und dann filmen wir noch ein bisschen Friedrich-Ebert-Platz. Und ja, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. So, Nürnberg City, Shebeb, Gemüse-Kebab. Ich muss einmal drauf schauen, wie der Laden heißt. Und ja, an sich, der Döner, der schmeckt richtig, richtig lecker. Es hat mir getaugt, also an alle Ansbacher, kommt hierher, das lohnt sich. Und ja, mit dem Deutschland-Ticket geht es auf jeden Fall auch. Und sehr lecker, ihr habt es gesehen, die Zitrone draufgepresst auf den Döner, auf das Gemüsefleisch, also auf das Chickenfleisch, das war sehr zart. Das Grillgemüse, sehr lecker, also es hat einfach alles gepasst. Und deswegen kriegt der Döner von mir 9,5. Und dann noch die Joghurt-Hummus-Soße, auch sehr, sehr geil. Und da kann man nur essen gehen. Geht auf jeden Fall hierher. Hier ist es sehr gut kombiniert. Und für 7,50 Euro, jetzt mal ehrlich. Klar sind die Dönerpreise teurer geworden, aber ey, der Döner war groß. Und der große Döner schmeckt. Und es hat auch knackiges Gemüse. Also kommt auf jeden Fall hierher. Da macht ihr nichts falsch. Und ja, jetzt filmen wir hier ein bisschen Friedrich-Ebert-Platz. Also wie gesagt, geht zu dem Dönerladen, der war sehr, sehr nice. Und er ist auch sehr lecker. Kann man nichts falsch machen. Also hier ist die Gegend. Friedrich-Ebert-Platz. Wie bin ich hierher gekommen? Vom Hauptbahnhof aus mit der U3. Genau. Und dann steigt ihr halt hier aus. Und das ist dann auch gleich direkt am U-Bahn-Platz nebendran. Den Laden kann man nicht übersehen. Ja, auf jeden Fall, hier ist es. Hier ist eine schöne Gegend. Ja, alles. Alles ganz okay hier. Peterstraße. So, jetzt. Ja. Der Döner hat auf jeden Fall satt gemacht. Und ja, wie gesagt, ihr könnt da ruhig essen gehen. Shebeb, Gemüse, Kebab. 7,50 Euro. Ihr macht einfach nichts falsch. Es schmeckt einfach sehr gut. Genau. Ich laufe jetzt hier einfach vor, gehe jetzt einfach random irgendwo in der Straßenbahn und hoffe, hier zum Hauptbahnhof zurückzukommen. Ja, und dann mache ich halt so meine Erledigungen wieder in Ansbach. Ja, was man halt so als Erwachsener macht, ne? Erledigungen, ne? Ja. Genau. Das war's eigentlich dann auch schon. Vorne ist die Straßenbahn. Ja, mal schauen. Vielleicht kommen wir zum Hauptbahnhof, vielleicht auch nicht. Ich kenne mich zwar mit U-Bahn fahren aus, mit der Straßenbahn. Hm, ja. Wird der schon irgendwie uns zurückführen zum Hauptbahnhof Nürnberg? Ich glaube, der geht nicht zum Hauptbahnhof. Ich steige jetzt da trotzdem ein. Und irgendwie komme ich da schon hin. Ja. Also, ich beende das Video. Abonnieren, liken, disliken. Ansonsten Steve's Game Kitchen, Shebeb, Gemüse Kebab. Hier in Nürnberg City.
Und ja, ziemlich kalt. Hoffentlich bald wieder Sommer. Wobei ich Winter eigentlich auch ziemlich cool finde. Aber nicht zu kalt. Aber gut, die Kälte gehört halt einfach dazu. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Peace.